So, dann schauen wir mal, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Material zum Ausbau haben wir nicht mehr. Schauen wir mal, ob es im Langhaus etwas zu tun gibt. Was möchtest du hier? Knut, was machst du hier? Eivor, wir brauchen deine Hilfe. Wer ist wir? Sylva und Eira sind in Gefahr. Wir sind in den Wald gegangen und keine Zeit für Erklärungen. Du musst sofort mitkommen. Geht es ihnen gut? Das nenne ich doch mal spontane Mission. Sie sind verletzt. Ziemlich schwer. Bring mich zu ihnen. Wo sind sie? Da lang. Beeilen wir uns. Was ist passiert? Sind sie noch in Gefahr? Nicht, wenn wir uns beeilen. Warum gefällt mir das schon wieder nicht? Wo lang jetzt? Hier lang. Wir sind gleich da. Ein Fuchs. Kannst du nicht schneller? Knut, du musst mir sagen, was passiert ist. Nein, du würdest es doch nicht verstehen. Glaub mir einfach. Ein verfallenes Haus, okay. Er hat's echt gemacht. Shh, sie kommen. Sehr gut, du hast Eivor hergebracht. Gut gemacht, Knut. Moment, was soll das? Entschuldige, Eivor. Wir mussten dich reinlegen. Aber das war nicht meine Idee, sondern Eiras. Lügen ist keine Art, meine Aufmerksamkeit zu erhaschen, Kinder. Aber wir haben einen Hund gefunden, der Hilfe braucht. Er sitzt in einer Falle fest. Wir dachten, du würdest nicht kommen, wenn es bloß um einen Hund ginge. Oh, das klingt nicht nach einem Hund, Eira. Das ist ein Wolf. Aber ein Wolf ist doch auch eine Art Hund, oder? Das hat meine Mutter gesagt. Natürlich ist das ein Hund. Hört euch das Gejaule an. Au! Armer Hund. Eivor, wenn du uns nicht hilfst, müssen wir ihn eben selbst befreien. Das wird nicht nötig sein. Ich kümmere mich darum. Wir müssen ihm helfen, sonst verhungert er. Armes Ding. Er winselt. Wir müssen ihm helfen. Nee, da war der Controller leer. Seine Familie vermisst ihn bestimmt schon. Dann schauen wir gleich mal. Was ist jetzt? So, finde einen Weg, den Wolf zu befreien. Wildes Schwein. Undockbare Angriffe, ich liebe es. Ein Schlüssel für die Tür. Ich muss sie vorsichtig öffnen. Okay, hier geht's anscheinend in den Keller runter. Den Wolf und bete, dass ich ihn nicht vor den Augen der Kinder erschlagen muss. Der Tisch ist gedeckt, aber er ist nie heimgekehrt. Wenigstens hat er nicht gelitten. Tagebuch des Jägers 1.
Keine Sicherheit im Bündnis mit Willen und denen. Trotz meiner Warnung laden sie fremde Wikinger in unser Dorf ein und pflegen Umgang mit diesem Verwahrlosten. Verflucht seien sie alle. Wenn sie denen ihre Tore öffnen, so sag ich, sind sie für mich verschlossen. Lieber lebe ich glücklich allein und in Sicherheit, denn in dem Unheil, das sie heraufbeschwören. Ja, die haben eine hohe Meinung von uns. Und wahrscheinlich sogar zu Recht. In diesen Schädeln sind Bissspuren. Der Wolf muss ihm beim Jagen geholfen haben. Ist das ein abgerichteter Wolf? Siehst du ganz freundlich aus. Die kleine Wölfin, die sich hier herumtreibt und vom Futter bettelt, ist ein ordentlicher Jagdhund. Ich habe meinen Lebtag mehr Wölfe getötet, als ich zählen kann, aber sie scheint lang genug von ihrem Rudel fort zu sein, dass sie ihre wilderen und grausameren Triebe verloren hat. Wenn sie sich als nützlich erweist, gebe ich ihr womöglich einen Namen. Warte, ganz ruhig. Ich lasse mich von Kindern täuschen und brülle Wölfe an. Und sowas nennt sich Kriegerin. Alles in Ordnung? Habt ihr den Wolf gesehen? Ja, du hast ihn befreit. Großartig, Eivor. Aber er ist fortgelaufen, hat nicht mal Danke gesagt. Er wird zu seiner Familie gelaufen sein. Seine Mama und sein Papa waren bestimmt besorgt. Oder seine Wolfsfrau. Oder ihr Wolfsmann. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass wir euch drei wieder zurück in die Siedlung bringen müssen, bevor eure Eltern noch denken, ihr wurdet von Wölfen gefressen. Oh, na gut. Kopf hoch, Knut. Du warst heute sehr mutig. Das wart ihr alle. In Zukunft erkundet ihr die Wälder nie mehr allein. Verstanden? Aber du ziehst ständig alleine los. Weil ich äußerst weise bin. Ihr müsst noch viel lernen. Ja, aber wir sind zu dritt. Das gleicht es doch wieder aus. So läuft das leider nicht. Oh Mann, Kinder, süß. Oh, mehr Wölfe! Aber nicht unser neuer Freund! Eivor! Bleib zurück! Unser Wolffreund! Er kommt, um uns zu retten! Seid ihr wohl auf? Dank unseres Helden, dem Wolfshund. Sehr schön. Was? Hund, Wolfi, Hulfi, wie ein Wolfshund. Nein, gefällt mir nicht. Wir sollten ihn Maus nennen. Was für ein Quatsch. Wir sollten ihn Kaubart nennen, weil er so gern alles zerkaut. Was meinst du, Eivor? Hulfi, das klingt genauso absurd wie diese ganze Situation. Er ist unser bester Freund. Und so schnell jetzt müssen wir aber nach Hause. Wir alle. Wolf als Begleiter. Oh, na gut. Wir wollten doch nur Abenteuer erleben wie du, Eivor. Und das haben wir. Und wir haben einen neuen Freund. Das Wichtigste an Abenteuern ist, dass man seine Lehren daraus zieht. Wusstet ihr das? Ja, der langweilige Teil. Nun, habt ihr Kinder heute irgendwas über wilde Tiere gelernt? Vielleicht. Ja, wir freunden uns mit ihnen an. Sie sind die perfekten Gefährten und immer freundlich. Meine Mama hat immer gesagt, ich soll wilde Tiere meiden. Ihr habt ja keine Ahnung. Wie wäre es, wenn wir auf dem Heimweg still über das Gelernte nachdenken? Nur bis wir zu Hause sind. Er scheint euch zu mögen. Natürlich. Wir haben ihn gerettet. Ohne uns würde er jetzt verrotten. So wie dieser Eber, den du erlegt hast. Das habt ihr gesehen? Wir sehen alles. Erzählt es nicht euren Eltern, verstanden? Ab nach Hause mit euch und vergesst euren neuen Freund nicht. Bester Freund des Menschen.
Nahkampfschaden erhöhen. Das ist immer gut. Kettenattentate. Und mehr Gesundheit, okay. Fähigkeiten, was haben wir denn gelernt? Bester Freund des Menschen, hetze deinen Wolf auf einen Gegner. Das klingt gar nicht mal so schlecht, besser als diese ganzen Bogen. Setze deinen Raben Synin ein, um Gegner kurz abzulenken, klingt gut. Durchschlagender Schuss ist wichtig. Nehmen wir hier mal die Zuweisung auf. Probieren es mal mit dem Wolf. Das dürfte noch reichlich Ablenkung schaffen. Okay, das waren aber die Punkte, die wir gerade vergeben haben, ne? So, dann noch einmal ins Langhaus. Dass es hier so viele versteckte Quests gibt. Das ist tatsächlich. Sei gegrüßt. Das ist Eivor, guten Tag. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, da haben wir unseren Verbündeten. Das ist machbar, das noch nicht. Also. Erzähl mir von Grantabrückschir. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommerheer genannt wird, lagert nördlich von Grantabrück in Ruinen jenseits des Flusses. Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Die habe ich schon mal getroffen, glaube ich. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Dann suchen wir neue Verbündete. Das ist auch mal sinnvoll. Ich breche sofort auf. Gut. Und möge dich Freyas Segen begleiten. Das ist gute Reise. Das ist tatsächlich eine gute Idee. So, was sagt das Quest, das große verstreute Heer? Ja, ich sag doch, da waren wir schon mal. Na, jetzt geht's wenigstens in der Geschichte vorwärts. Genau, das ist genau die Geschichte, wo ich damals in den Ruinen war und dieses Heer gefunden habe. Randvi erzählte von diesem Ort. Dort wurde das Sommerheer zuletzt gesehen. Das war die Anlegestelle. Das ist die Brücke, wo wir ständig mit dem Schiff runterherfahren. Oh, ich hasse diese Buchseitenquest. Wirklich.
Na, und jetzt habe ich die Buchseite verloren. Also nochmal das Ganze. Das Problem ist einfach, man muss den Laufweg richtig kennen, um diesem Käse folgen zu können. Ja, das Parcourslaufen war früher auch einfacher. Klappt es aber schon wesentlich besser als beim letzten Mal. Na also, geht doch. Das Ganze für einen Tattoo-Entwurf. Hat sich ja gelohnt. So, wo ist das her? Sommerlager ist. Genau, da war es. Genau, wir mussten uns zurückziehen. Da war irgendwas, die hatten Problemchen. Sei gegrüßt. Was ist hier passiert? Wer will das wissen? Eivor vom Rabenclan. Den Namen kenne ich. Du hast Ragnars Söhnen geholfen, den König von Mercia zu stürzen. Sei gegrüßt. Haben du und deine Männer das Dorf nicht einnehmen können? Doch, doch. Wir hatten es eine Zeit lang. Es war nur ein Haufen Flechtwerkhütten, als wir kamen. Wir ließen es aufblühen. Unter Soma wurde Grantabrück zu einem Ort des Handels und der Lebenslust. Doch die Sachsen eroberten es zurück. Sie tauchten mitten in der Stadt auf, als wären sie den Schatten entstiegen und jagten uns fort. Sie tauchten mitten in der Stadt auf? Es war, als wären sie einfach mitten in der Stadt aufgetaucht. Sie brannten alles in ihrem Weg nieder und riefen irgendeinen Unsinn über einen uralten Kriegerorden. Als ich die Feuer sah, waren schon zu viele von uns tot oder gefangen. Unsere Jarlskona, Soma, befahl uns den Rückzug und wir fanden Unterschlupf in diesen Ruinen. Doch im Gemenge wurden wir getrennt. Sie und die meisten von uns sind nach Nordosten geflohen in den Sumpf. Wir würden ihr folgen, wenn wir könnten. Wir brauchen ihre eiserne Faust. Ich kann Soma finden. Halte dich bereit für unsere Rückkehr. Sie dürfte schon tief in den Nebeln der Fens sein. Suche ihr Langschiff, das wäre wohl am einfachsten.
Das Lied von Soma. Tja, da würde ich mal sagen, war ich ja gerade gar nicht so weit weg. Anderes. Ich würde mal sagen, hier schwimmen eine Menge tote Wikinger rum. Und persönlich glaube ich auch, die wird mit der Rüstung nie wieder richtig auftauchen. Vorräte, das war doch gut. Er braucht die Münzen eh nicht mehr. Okay, da ist eine Fahne. Das scheint das Langschiff zu sein. Da darf mich niemand sehen. Und verjagte diese Dänen wie eine Schafherde aus Kanterbrücken. Er hat sie auch die Schafe abgeschlachtet. Schade, dass wir überhaupt Gefangene nehmen mussten. Wir werden gerade lang genug leben, um anderen als kann nicht weit sein. Ich sollte mich umsehen. Gewaltig wie schnell. Okay. Als sie über die guten Schwestern dabei können, ins Hof herfielen, verschleppt. Zuerst war es das Silber, dann die Bücher, dann auch noch die heiligen Reliquien. Jetzt spielen wir ein bisschen Assassine. Letztendlich entscheidet der Wille Gottes. Die glauben, dass
säßen drei Frauen an einem Brunnen und leben das Schicksal aller Menschen und Götter. Bring uns los, schnell! Als hätte niemand einen strangen Willen. So, gucken, ob die anderen auch kommen. Ich beschäftige den Alarm! Wirklich gut so. Sich nur die Frage, was ist mit dem Wolf? Man kann nicht den rufen. Da war einer wütend. Genauso wie mit dem Raben. Was siehst du, alte Freundin? So, was kannst du mir denn sagen? Ist eure Jarlskrone in der Nähe? Nein. Soma wollte die Sachsen nach Osten locken, um sie auszulaugen und im Nebel abzuhängen. Irgendwo im Osten. Die Frage ist nur, wo im Osten? Das sieht auf alle Fälle nach einem Lager aus. Ihr seid noch kampftauglich. Vertretet euch die Beine. Da ist sie.
bringt ihn rein ins Warme. Legt Moos auf die Wunde und verbindet sie. Ekel, sieh mich an. Erinnerst du dich an die Eva an unserem ersten Tag in Englerland? Festhalten. 9. Groß und fett. Genug für eine Woche. Ja. Ja, das war... In einem Monat jagst du wieder. Boah, ist die rabiat. Geil. Du kommst wie eine Walküre aus dem Nebel. Aber du kriegst keine Toten. Du musst Soma sein. Reden wir woanders. Lassen wir sie ausruhen. Wir haben euch böse erwischt. Wie viele sind verloren? Schön, dass du fragst, aber bei all dem Blut im Wasser und Tod in der Luft wüsste ich vorher gern deinen Namen und dein Begehr. Eivor vom Rabenclan. Ich bin deinetwegen hier. Ich suche nach Freunden und Verbündeten. Verstehe. Ich bin Soma, Jarlskonar von Grantabrück. Auch wenn ein Orden von Irren das anscheinend ändern möchte. Der Orden der Ältesten. Klingt richtig. Der Sachse Wigmund ist einer von ihnen. Er nahm mir meine Stadt und trieb uns in dieses Sumpfland. Ich konnte einige meiner Krieger sammeln, doch meine 3 Ratgeber werden vermisst. Ich brauche sie, wenn ich Grantabrück zurückerobern will. Erzähl mir von ihnen. Sie sind meine Besten, mein engster Kreis. Birna, Galin und Leif. Wir sind gewissermaßen vom selben Blut. Wenn ich euch wieder vereine und wir die Stadt zurückerobern, wirst du meine Verbündete sein? Solltest du das vollbringen, werde ich alles für dich sein, was du willst. Große Worte. Wer ist dieser Wigmund? Und was hat er vor? Er ist ein strauchelnder Aldermann des alten Königs. Ein verbitterter alter Mann, der sich Grantabrück einverleiben wollte, nur um zu zeigen, dass er es kann. Er hat schon oft versucht, mich vom Thron zu stoßen. Diesmal leider mit Erfolg. Was ist mit Grantabrück passiert? Der Aldermann Wigmund hat die Stadt erobert. Ich weiß nicht, wie er es schaffte, aber er behält sie nicht. Nicht lange jedenfalls. Er hat Unterstützer außerhalb der Stadt, doch sein Angriff schien von innerhalb der Mauern zu kommen. Aus dem Herzen von Grantabrück. Es wird garantiert der nächste tote Templer. Finden wir deine Berater. Einverstanden. Wir werden die Flussufer nach ihren Langschiffen absuchen. Und wenn wir schnell sind, finden wir sie vielleicht, ehe die Wölfe es tun. Inzwischen ist der Nebel eher ein Hindernis als ein Deckmantel. Beleuchten wir den Heimweg. Ah, ein Ordensmitglied wurde enthüllt, der Earl. Wigmund. Ja, du wirst draufgehen. Du auch noch übrigens. Er ist tot, er weiß es nur noch nicht. So. Sehr gut. Haben wir hier oben denn noch leichte Bogen-Kombo? Sprintschlag? Naja. Das klingt alles auch richtig gut, ne? Das klingt auch gut. Rabenbeute. Erstmal automatisch, aber das ist richtig gut.
Ja, aber damit das Video nicht zu lang wird, unterbrechen wir hier am besten mal und machen nächstes Mal weiter. Vielleicht auch im Livestream dann. Danke fürs Zuschauen.